Einen wunderschönen guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor wir das Video beginnen, muss ich erst einmal sagen, ihr habt recht gehabt. Ihr habt recht und ich habe aus meinem Fehler gelernt. Der Fehler, den wir hier an dieser Stelle in einem der letzten Videos diskutiert haben. Es geht darum, ist es okay, dass ich Sophias Zahnbürste benutze oder nicht? Und ich habe festgestellt, dass ich mit meiner Meinung anscheinend relativ alleine bin. Ich dachte, ich bin in der Mehrheitsmeinung, dass es okay ist, wenn man in der Beziehung ist, wenn man sich küsst und so, dass ich auch ihre Zahnbürste benutzen kann. Aber ihr habt mich in den Kommentaren eines Besseren belehrt. Ich weiß nun, dass ich krankhaft bin und da definitiv an mir arbeiten muss. So viel dazu. Ansonsten begrüße ich euch zu einem wunderschönen neuen Video, neuen kleinen Vlog. Ich werde ein bisschen den Tag mitnehmen, unter anderem unser neues Auto zeigen, was wir am Start haben. Und ja, ich nehme euch durch den Tag mit. Und der Tag beginnt bei mir immer, womit? Richtig, mit einem Käffchen. Und weil mich immer wieder Leute fragen, was das für eine Kaffeemaschine ist, Becerra Matrix. So heißt die Firma. Ich muss euch aber schon mal vorwarnen, die meisten denken irgendwie, dass so eine Kaffeemaschine 400 Euro kostet oder so. Es ist halt handgemacht aus Italien, leuchtet in coolen LED-Farben und ich bin Kaffee-Junkie. Also da muss man schon ein bisschen was hinblechen für so ein Ding. Aber ich habe mir die einmal in meinem Leben gekauft und schon vor einigen Jahren. Und ihr wisst, ich nutze die jeden Tag und das ist für mich das absolut wert. Also es gibt einfach so gewisse Gegenstände, wenn man die so häufig nutzt, da gebe ich gerne dafür Geld aus. So, jetzt gibt es ein Käffchen für mich, ein für Sophia. Schaut das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Das ist jetzt eine andere Tasse, weil es mittlerweile der zweite Kaffee ist. Unser Vermieter war nämlich da und mit dem habe ich gerade quasi auch noch ein Käffchen getrunken. Aber kein Grund, auf den zweiten Nein zu sagen. Viele von euch fragen mich immer wieder, warum ich in meinen Händen so zitter manchmal. Ich habe schon so eine Vermutung, was es ist und ich glaube, dass Koffein das Ganze auch ein bisschen verstärkt. Ich weiß, es gibt ein paar Sachen, die das verstärken. Ich bin auch ein bisschen so ein angespannter Mensch manchmal. Und jetzt aktuell mit dem Boxtraining fahre ich meinen Koffein-Intake komplett runter, weil ich das einfach fürs Boxen gar nicht brauche. Jeder, der schon mal Boxtraining gemacht hat, weiß, spätestens nach dem Warm-up bist du schon so wach und so am Start, dass du wirklich, wenn du noch einen Booster trinkst, das habe ich am Anfang immer gemacht, dann stehst du da wirklich so da, so, weil du so unter Strom bist und dann noch mit den ganzen, mit 300 Milligramm Koffein drin, schallert es dir alles raus. Deswegen aktuell in der Früh nur einen Kaffee, ich hatte für einen halben Espresso, jetzt hier einen richtigen. Wir haben 12:15 Uhr, ich bin jetzt mit den Hunden draußen, Gassi. Ja, okay, are you? Süße ist ja, dass so Hunde lieben es rauszugehen, ganz egal wie das Wetter ist. Gugu. Was ist da? Und auch ich finde ehrlich gesagt so die aktuelle Temperatur und das Wetter irgendwie nice. So Herbst hat was Geiles, Winter hat was Geiles, Sommer hat was Geiles. Kann die Leute nicht ganz verstehen, die immer so rumnörgeln und dann, jetzt ist der Sommer vorbei. Ist doch geil, ein bisschen Abwechslung. Jetzt kann man wieder so Jacken anziehen und sowas. Und mein Appell an euch ist ja sowieso immer, geht mal raus in die Natur, geht ein bisschen spazieren, bewegt euch in der frischen Luft, das tut euch selber gut, auch in der Mittagspause, wenn ihr arbeitet, mal ein bisschen Viertelstunde kurz irgendwohin zu Fuß gehen oder ihr fahrt mit dem Fahrrad in die Arbeit, in die Schule, wo auch immer. Oder einfach ein bisschen Strecken, die man zu Fuß gehen kann, einfach zu Fuß gehen. Weil am Ende ist die Natur was richtig Geiles. Und das bringt mich auch zum Sponsor des heutigen Videos. Und zwar Holzkern. Vielleicht wird dem einen oder anderen von euch Holzkern schon etwas sagen. Denn die machen eine Menge coole Sachen. Unter anderem zum Beispiel Armbänder, Uhren, Sonnenbrillen, aber auch Handtaschen. Und dabei zeichnet sich eine Sache besonders aus. Und zwar, dass jedes einzelne Stück ein Unikat ist. Ich persönlich habe von denen zum Beispiel hier diese Uhr, die ich auch in meiner Hochzeit getragen habe. Und wie der Name Holzkern schon sagt, ist in ziemlich vielen Produkten auch Holz verbaut. Ich denke mal, man kann das hier einigermaßen gut erkennen, dass der Rahmen beispielsweise aus Holz ist. Dabei stammen die Hölzer für alle Holzprodukte von FSC-zertifizierten Hölzern und unter anderem auch von Hölzern aus der Möbelindustrie. Und auch hier bei diesen Holzstämmen kann man super sehen, wie jeder anders ist als der andere. Und so sind alle Produkte bei Holzkern aufgrund der Naturmaterialien natürlich ein Unikat. Ihr findet auf der Website die verschiedensten Designs, von etwas klassischer hin zu etwas moderner. Wenn du dir was Gutes tun möchtest oder vielleicht jemand anders mal beschenken möchtest, dann kann ich dir den Code Franklin15 empfehlen, mit dem du 15% auf alles auf der Homepage sparen kannst. Und wenn ich jetzt hier auf die Uhr schaue, dann merke ich, dass ich schon langsam zum Boxtraining muss und ich würde sagen, es wird mal Zeit, dass ich euch unser neues Auto zeige. Und da stehe ich schon draußen vor dem Auto. Ihr seht es, ich habe es euch ja auch schon mal in einem anderen Vlog angekündigt, es ist ein Audi RS Q3 Sportback und den haben wir jetzt final noch in einer anderen Farbe bekommen und zwar in Nardo-Grau. Ich muss sagen, ich finde das eine sehr, sehr geile Farbe. Bei Porsche gibt es eine ähnliche Farbe, die heißt Kreide, haben ja die verschiedensten Hersteller und der hat auch schon Winterreifen drauf. Ich glaube, das sind 20 Zöller, wenn mich nicht alles täuscht, hier mit den schönen roten Bremssätteln. Schöne Felgen auf jeden Fall. Das ganze Auto ist eigentlich in so einem Schwarz-Grau gehalten und obwohl es ein SUV
hier ist, Sophie und ich, wir diskutieren manchmal drüber, ist er ja gar nicht mal so hoch. Er ist ja ziemlich flach. Es ist ein Sportback, den gibt es auch als Nicht-Sportback. Dann fällt er hinten hier nicht so, ja, so flach ab, sondern ein bisschen steiler. Und auch hinten vom Heck finde ich ihn eigentlich am schönsten. Also ja, es ist ein kleiner, kompakter SUV. Wir hatten einen Range Rover Evoque davor. Den habt ihr vielleicht gekannt von manchen Videos. Und den haben wir jetzt zurückgegeben vor wenigen Tagen. Und weil wir zwei Autos brauchen, haben wir uns den jetzt dazu geholt. Als anderes Auto haben wir den Tesla. Den habe ich mir dieses Jahr geholt. Und damit bin ich auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Elektroauto, super sparsam, unter 5 Euro auf 100 Kilometer. Aber ein Benziner macht halt auch noch Bock. Und Sophia braucht auch ein Automobil zu sein. Oder ich, wenn der andere mal weg ist. Deswegen haben wir den hier. Ich kann euch den mal von hinten zeigen. Sollen wir den mal hier mal ein bisschen aufmachen? Oder sollen wir mal, wir machen auch noch einen Soundcheck. Dann seht ihr mal, was so ein Auto heutzutage mit 400 PS für einen Sound hat. Platzmäßig ist der auch ganz cool. Schwuppdiwupp, ist ein Neuwagen, also der jetzt gerade mal 1000 Kilometer drauf, geht hinten ein bisschen was rein, reicht für den täglichen Bedarf, sage ich mal. Kann man hier drunter noch was machen? Nee, da kann man eher nichts machen, aber so Skier passen rein und das ist auf jeden Fall ausreichend. Ich würde sagen, du bleibst mal hinten stehen, dann machen wir mal einen kleinen Soundcheck und dann schauen wir mal, wie laut das Ding ist, wenn ich ihn anmache, okay? Sophia hat gesagt, sie hat nichts gehört. Es ist halt schon, ja, also man hört so ein leichtes Blubbern, so ein leichtes Brummen, sage ich mal. Ich hatte ja davor den RS7 2017er Baujahr ohne OPF mit 600 PS und der hat richtig geknallt, also der hat richtig Bock gemacht. Und jetzt haben die halt so einen Autopartikelfilter verbaut. Das Auto hat 400 PS, 2,5 Liter Hubraum, aber Sound ist eher mau, aber das ist halt heutzutage leider so. Ja, dafür hat man hier ein sehr modernes Interieur, das finde ich ziemlich cool. Wir haben hier so Alcantara-Leder am Lenkrad und hier diesen RS-Schriftzug drauf. Und wenn ich den Motor starte, ja, hier ist ein Navi, das mache ich jetzt mal nicht, sonst seht ihr, wo wir wohnen. Und hier vorne habe ich auch schon die Sonnenbrille reingelegt, die ziehe ich dann meistens beim Autofahren auf. Was auch ganz geil ist, wir haben hier ein Panoramadach oben und so ein Schiebedach, das kann man aufmachen. Und ja, die Sitze sind auch cool, hier mit Rot mäßig, ist so Alcantara-Leder bezogen, rote Ziernähte. Ja, ist ein kleiner, sportlicher, geiler Flitzer mit einer echt guten Ausstattung, muss ich sagen. Und den haben wir über ein Auto-Abo geholt dieses Mal. Also ich hatte das in dem anderen Vlog auch schon mal gemeint, dass wir den diesmal nicht gekauft haben. Ich habe mich speziell dafür entschieden, den mal über so ein Auto-Abo zu machen. Ich bin Mensch, ich probiere echt gerne Sachen aus. Deswegen habe ich auch den Tesla geholt als Elektroauto. Und wenn ihr euch so ein Auto holt mit so viel PS und da sind halt echt, der Service wird richtig teuer. Also ich glaube, ich habe bei dem RS7 mehrere tausend Euro im Jahr für Service und so weiter gezahlt. Ein Auto kaufen ist die eine Sache, Unterhalt ist nochmal was ganz anderes, ähnlich wie bei einem Haus. Und hier mit einem Auto-Abo habe ich eine fixe Rate im Monat und ich weiß ganz genau, ich zahle das im Monat und da kommt nichts mehr dazu außer Benzin. Und noch dazu hat man eine sehr kurze Laufzeit. Ich habe das jetzt für 6 Monate nur, das Auto. Und nach 6 Monaten können wir uns ein neues Auto holen. Und dann oder müssen wir uns gar kein Auto holen, wie wir wollen. Und ich probiere halt gern Autos aus. Ihr wisst selber, ich teile das hier immer wieder. Und jetzt haben wir quasi gesagt, wir holen es mal über den Winter, diesen SUV hier mit Allrad. Ist ein geiles Ding, macht Bock. Also ich habe 3300 Kilometer im Monat frei, um damit zu fahren. Das Ganze ist von Smile. Ihr seht es auch, zack, da steht es aber drauf, nicht rauchen. Smile, you are mobile. Also Shoutout geht raus an der Stelle an die. Von denen habe ich das Auto nämlich. Ich muss sagen, ich bin ziemlich zufrieden. Die machen es aber nur für Gewerbekunden. Und ja, als Gewerbetreibender, wenn man, so wie ich, Selbstständiger, kann man das auch absetzen, ist eine feine Sache und ich habe meine fixe Rate im Monat. Also ich persönlich bin eigentlich ziemlich zufrieden, komme damit, glaube ich, so mit ungefähr 1% vom Listenpreis von dem Auto hin, insgesamt für alle Kosten. Da ist Service dabei, Versicherung, Steuer, alles und ich muss hier gerade nur noch Sprit bezahlen. Ich finde es eine geile Sache. Naja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, das ist unser Auto für die nächsten 6 Monate und danach kommt eventuell wahrscheinlich ein Cabrio. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr den RS Q3 findet. Ist für viele, glaube ich, ein Traumwagen. Ich finde ihn auch geil, mir macht er richtig Spaß zu fahren. Aber emotionentechnisch und auch vom Anzug her merkt man schon, so ein RS7 ist nochmal krasser. Aber der jetzige hat halt auch OPF, das bringt dann auch nicht viel. Wenn du den hast, der hat auch keinen Sound mehr. Da fahre ich dann lieber Elektroauto. Oh, damit habe ich mich jetzt richtig unbeliebt gemacht. Naja. Also, weiter geht's. Und hier gibt es jetzt einmal so einen Hamsterbrei aus einer riesigen Schüssel. Übrigens, das Auto vom Verbrauch her ist gar nicht mal so niedrig, ne? Also ich verbrauche damit so 10 Liter safe. Wenn ich sparsam fahre auf der Autobahn 8 Liter. Aber wenn man so Landstraße fährt und ein bisschen sportlich, dann hat man auch mal schnell 12 Liter beisammen. Und das ist halt echt genau gleich viel wie beim RS7. Hm. So krank, Alter. Gerade im Winter, ich kann das jetzt immer noch essen, das Zeug. Wirklich, ich quäle euch damit seit einem Jahr, wenn ich euch zeige, wie ich diesen Hamsterbrei esse. Aber der ist von der Anrichte her jetzt echt nicht schön. Das passiert immer, wenn man da Tiefkühlbeeren reinmacht, dann schaut es nicht so geil aus. Naja, dann lassen wir das schmecken und dann geht's auf in die Stadt. Boxtraining und so weiter und so fort.
In dem Video zeige ich euch mein neues Auto und mit dem Auto, was ich schon davor hatte, mit dem Tesla, fahre ich jetzt in die Stadt. Ich muss nämlich die Winterreifen abholen von dem Range Rover und da ist jetzt so diese finale Leasing-Übergabe quasi. Eins muss man dem Model Y echt zugutekommen lassen. Das Ding ist ein Platzwunder. Hier geht so viel Zeug rein. Also man kann die Sitze komplett umklappen und. Also da kriege ich locker alles rein hier. Und wie vorhin schon angerissen, ist es halt echt günstig, mit einem Elektroauto von A nach B zu kommen. Also ich war selber, diese ganze Umweltthematik, was jetzt fürs Klima besser ist und schlechter ist, Benziner, Verbrenner, Elektro, keine Ahnung, da halte ich mich komplett raus, weil jeder sagt irgendwas anderes. Ich weiß auf jeden Fall, ich lade das Auto für 29 Cent die Kilowattstunde zu Hause an der Steckdose. Und umgerechnet auf 100 Kilometer sind das dann halt so circa 4,50 Euro. Das ist halt im Vergleich zu den Spritpreisen viel, viel, viel günstiger. Und ich persönlich finde diese Mischung aus so einem Elektroauto wie dem hier zum Beispiel und einem Verbrenner, mit dem man so ein bisschen Spaß haben kann, eigentlich eine ziemlich coole Mischung. Und wir wohnen halt auch ziemlich ländlich. Bei uns gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Deswegen brauchen wir halt auch zwei Autos. Also wir haben es ja schon mal mit einem Auto probiert. Das war Katastrophe. Und so wie es jetzt ist, ist perfekt. Wir hatten halt lange Zeit jetzt auch drei Autos gleichzeitig, als wir dann mal den Range Rover hatten, den Tesla und dann teilweise noch den RS7. Und ihr wisst, dann sind wir ja in das Haus gezogen. Das ist von den Kosten her einfach maximal dekadent und unnötig, das Geld so rauszuschmeißen. Ja, deswegen bin ich happy, dass dieses Projekt jetzt für die nächsten 6 Monate erstmal abgeschlossen ist. Und jetzt schauen wir mal, was für eine Endrechnung noch bei dem Range Rover kommt. Satz mit X war wohl nix. Also wirklich, immer wieder, glaube ich, könnt ihr in den Vlogs hier sehen, dass man irgendwie das Leben nicht planen kann. Ich hatte einen Termin wegen Autobesichtigung und sowas, bin da extra hingefahren, aber die mussten erst noch Reifenwechsel machen und da bin ich eine Stunde zu früh dafür da gewesen, also beziehungsweise die waren eine Stunde zu spät. Hin und her, im Endeffekt umsonst hingefahren. Jetzt bin ich eine halbe Stunde zu früh fürs Boxtraining. Letzte Woche war ich ja krank, habe eine Woche pausiert. Wenn ihr das Video seht, quasi in 4 Wochen ist der Boxkampf. Ich packe nochmal die Links in die Videobeschreibung und ihr könnt den Kampf auch kostenlos auf Join anschauen. Trainieren tue ich hier bei Stekos. Wir haben 2 Gyms, eins am Frankfurter Ring in München, eins in der Drygalski Allee. Ich bin immer abwechselnd, mal hier, mal dort. Jetzt würde ich sagen, vielleicht treffen wir meinen Trainer. Dann können wir mal fragen, was er meint, wie die Vorbereitung läuft. Also ihr wisst ja, ich bin bei Stekos und einer meiner Trainer, also mein Haupttrainer, ist der Ivan. Habe ich schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Was würdest du meinen, wir haben jetzt so ungefähr 4 Wochen bis zum Kampf. Wie läuft es bisher? Wir sind top vorbereitet. Wir hatten zwar eine kleine Erkältung hinter uns, aber jetzt haben wir noch 4 Wochen. Wir geben Vollgas und schauen, dass wir vorzeitig auch gewinnen, oder? Wir gehen auf den vorzeitig. Das wäre ziemlich, ziemlich geil. Also das würde mich selber auch freuen, dann muss ich mich nicht noch mehr quälen oder so. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich hier super vorbereitet werde. Und ich muss auch sagen, es ist ein bisschen Druck drauf auf mir, weil ich will euch natürlich auch nicht enttäuschen. Ich meine, ihr gebt so viel Mühe, so viel Arbeit. Ich komme hier so oft die Woche her und am Ende, wenn man dann... Aber nicht vergessen, gell? Ja. Wir haben 3-mal Promi-Boxen mitgemacht und 3-mal gewonnen. Ja, eben, deswegen... Wenn ich jetzt hier die Winning-Streak abreißen würde, ey, dann die Niederlage ist dann meine kleinste Sorge. Das sage ich halt, wie es ist, man. Schau mal, hier sind so viele Titel, die schon gewonnen wurden und ich glaube, die ganze Familie bei euch sind alles Boxer. Ich will mit jedem Stress haben, aber nicht mit eurer Familie. Hast du, wenn du verlierst. Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Naja, jetzt gucken wir mal, vielleicht können wir ein paar kleine Aufnahmen heute machen. Heute steht Technik an und wird wieder so ausdauermäßig, dass ich heute wieder weggefickt werde. Ja, definitiv. Ach cool, geil. Definitiv. Perfekt, Mann, nach der Krankheit, das kommt richtig gut. Dann würde ich sagen, vielleicht kriegen wir ein paar Aufnahmen hin und das Ganze kriegt jetzt ein bisschen zu sehen. Eine Stunde Boxtraining gemacht und jetzt bin ich auch hier auf dem Fahrrad und ein bisschen im Cardio. Und dann geht's ab nach Hause. Gibt's was Schönes zu essen, was wir gestern geholt haben. Schon richtig Bock, aber war eine gute Einheit heute. Heute ging es eher so drum, dass ich ein bisschen Schläge einstecke. Ein bisschen Schläge in die Deckung rein und sowas. Hat gut getan. So Leute, ich bin wieder zu Hause angekommen. Es ist einfach krass. Ich bin um 14 Uhr losgefahren und jetzt um 20 Uhr zu Hause angekommen. Einfach den ganzen Tag immer unterwegs mit dem Boxtraining. Und ich habe mir gestern Abend bei einem Asiaten was bestellt. Und ich mache es ja ganz häufig so, dass ich für die nächsten Tage dann auch schon bestelle. Zumindest für den nächsten Tag. Ja, dann habe ich einfach hier schon was. Und gerade so eine Pokeball, die kann man halt auch einigermaßen kalt essen. Die war jetzt im Kühlschrank. Roher Lachs, Avocado, bisschen Wakame. Und währenddessen schaue ich gerade Bayern gegen Galatasaray. Gerade ist 3-1 gefallen. Sehr, sehr, sehr geil. Ich hätte auf jeden Fall Bock, dieses Jahr nochmal ins Stadion zu gehen. Diese Bowl habe ich mir mehr als verdient. Das Training ist immer ziemlich intensiv. Aber ich merke auch, dass mein Körper das Ganze ein bisschen adaptiert und ich langsam so ein bisschen reinkomme. Mmh. Ja, Mann. Performance Food für den Körper. So läuft's.
Wenn es aufgegessen ist, werde ich mir mit Sophia noch Rocky 5 anschauen. Und dann geht es auch ab ins Bett. Das war ein kleiner Vlog heute. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Schaut gerne bei Holzgern vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Vielen Dank nochmal fürs Sponsoren dieses Videos. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Over and out. Ciao.